Nur deswegen bin ich gar nicht, du bist gar nicht so doof. Na gut, dann. Oh, feiere ich mich gerade selber in den Dank, Mann. Och, nö, Alter, das ist der. Nein, da bin ich doch raus einfach mittlerweile. Marcel Schmelzer. Mats Hummels. Manuel Neuer. Das finde ich schön, dass du so. Das wollte ich nämlich auch machen, dass wir positionsbedingt laufen. Tobias Sippel. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich die Nummer 3 falsch sagen würde, deswegen sage ich erstmal Sebastian Bönisch. Florian Frommlo. Ja, okay, hätte ich genommen. Benny Hövedes. Dennis Aogo. Jerome Boateng. Andreas Beck. Sami Khedira. Gonzalo Castro. Aşkhan Dejaga. Patrick Ebert. Mesut Özil. Sandro Wagner. Ja, der war dabei. Dennis Grote. Langsam wird's eng, ne? Ja, aber ich glaube, der ist richtig, den ich noch habe. Enes Benatira. Oh ja, auf jeden Fall sogar. Daniel Schwab. Wie viele sind noch? Drei, oder? Wir haben relativ viele. Vier noch? Vier noch? Es wird langsam, bei mir wird es langsam eng. Geil. Marco Marin. Oh, stark. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, ob der gestrichen wurde vorher. Ja, ich habe auch noch einen, der so halt. Aber ich glaube, ich habe noch einen. Ich habe noch zwei, bei denen ich nicht weiß, ob sie gestrichen wurden. Daniel Adlum. Der ist dabei. Oh! Shinho oder Ede. Das war der andere. War auch dabei? Ja, ja. Mir fehlt nur noch der 23. Oh Gott. Aber eigentlich ist jetzt, ehrlich gesagt, ist ja ein Unentschieden jetzt gerade. Gib mir noch ein paar Sekunden, bitte. Wenn wir den komplett hinkriegen, das wäre geil. Ich hatte die auch beide im Kopf. Die waren beide mit dabei. Also wir hatten Innenverteidiger, wir hatten Rechtsverteidiger. Andy Beck hatten wir noch rechts hinten, ne? Der Aufwärtsfeld ist ja. So, jetzt ist geil, dass wir jetzt beide nicht den Erfolg wollen, dass wir die kompletten Kader hinkriegen. Ja, aber dann ich muss dann habe ich verloren und wir müssen dann geht die erste Runde dann schneller. Aber wer ist die 23? Boah, der hat sogar rechts, der hätte auch rechts spielen können. Hat der nicht sogar, der hat auch Einsätze gehabt, der hat nicht gespielt. Der hat im Finale vorher angespielt. Ja. Ah! Boah, krass. Aber wäre ich nicht mehr drauf gekommen, ne? Muss ich das immer dazu sagen oder reicht, wenn ich das Jahr sage? Ich brauche nur die Jahreszahl. 63. Anders. Cool, das wusste ich nicht. Stark. Nein, Alter. Du hast jetzt schon deinen Joker, hast du verballert. Ich gehe erstmal mit meinem entspannten 2011er. Gehe ich mir mal rein in die Nummer. Nehme ich 2012. Dann nehme ich. Habe meine Frage selber beantwortet. Dann nehme ich 2017.1996. 1986. 1986. 1989. 1966. Oh, den machst du noch gut. Jetzt bin ich durch. Nach 89 und 66 war Ende bei mir. Ich habe keine Ahnung. Wenn du jetzt was Richtiges sagst, muss ich irgendein Jahr raten. Also es sind noch zwei in den 50ern. Ich komme halt immer nur durcheinander, weil das mit in den 90ern ähnlich war, weißt du? Ja, aber so, dann sag doch einfach mal irgendeine Zahl. Sag doch einfach mal irgendeine Zahl. Oh, 56. Das ist nicht gut. 57. Ja, ich wollte gerade sagen, Tipp. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, ich habe dir noch einen Tipp gegeben. Ja, tatsächlich. Wie viele sind noch? Ist alle, ne? Ja, da müssen wir fast den Supercup als Decider noch mit reinbringen. Ja. Einer fehlt. Ach so.
Ja, geil. Oh, oh, ja, dann oh, oh, viel Glück. Ja. Oh, kacke. Ich glaube, das müsste ja dann noch ein DFB-Pokal sein, ey. Oh. 66 war das, dann 89. Ich sag einfach irgendwas dazwischen. Sag irgendeine Zahl, die in den Kopf schwimmt. Das ist das Beste. Intuition ist das Beste. Ja, ich habe zwei, die mir im Kopf schwimmen. Das ist schlimm. Und zwar? No, das sind beide falsch, aber 59 und 61. Aber, ich sag einfach 65. Stimmt tatsächlich. Weißt du, wie ich jetzt im letzten Moment drauf gekommen bin? Wie stark ist das? Bei 66, das Ding hieß doch bestimmt noch Pokal. Europapokal der Pokalsieger, na klar. Nur deswegen bin ich jetzt im letzten. Du bist gar nicht so doof. Na gut, dann. Oh, feier ich mich gerade selber in der Danke, Mann. Also, wenn ich irgendeins nicht hinkriege, bin ich schwer enttäuscht von mir, muss ich sagen. Ja, ich fange mit den Dallas Mavericks an. Golden State Warriors. Los Angeles Lakers. Los Angeles Clippers. Houston Rockets. San Antonio Spurs. Miami Heat. Denver Nuggets. Dann willst du erst die Western Conference machen? Du bist gerade rüber geswitcht. Ja, aber deswegen, ich kann ja auch zurückgehen, wenn du möchtest. Mhm. Dann Minnesota Timberwolves. Utah Jazz. Portland Trail Blazers. Wie viel haben wir? 11 müsste man. Phoenix Suns. Ich glaube, ich lasse lieber im Westen noch was offen. ja. Ich geh mal rüber. Philadelphia 76ers. Boston Celtics. Orlando Magic. Cleveland Cavaliers. New York Knicks. Toronto. Raptors. Muss ich den ganzen Namen sagen? Natürlich. Brooklyn Nets. Chicago Bulls. Atlanta Hawks. Okay, sie. Das zählt, Oklahoma. Das zählt. Jetzt wackel ich tatsächlich schon ein bisschen. Das ärgert mich jetzt gerade. Jetzt schon. Vier. Acht sind noch offen. Ja, da kommt doch gleich noch was. Kurzer Hänger. Washington Wizards. Oh, hast du die schon gehabt? Milwaukee Bucks? Nee, die hatten wir noch nicht. Gut. Einfach die beste Mannschaft im Osten einfach noch nicht gehabt. Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Sechs fehlen noch, ne? Ja. Das darf nicht sein. Ja. Der Nuri hat die letzte Mal rausgeschossen und ich war so überrascht, weil. Vor allem auch nicht doppelt zu sagen. Weil, ne, das ja, das ist, ich habe das Gefühl, alles, was ich sagen will, hatten wir irgendwie gerade schon. Sechs Teams fehlen noch. Aber das ist ja noch viel zu früh. Klar gibt es auch ein paar Dulli-Teams. Charlotte Hornets. Na, ich glaube, das hast du schon gehabt, aber ich muss einfach sagen jetzt. Minnesota. Timberwolves. Ich habe nur noch die Detroit Pistons im Kopf.
war mein einziger Joker noch. Und da hatte ich Angst, dass du auf die kommst wegen der Jordan-Doku. Roman Birki. Hits, weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Manuel Neuer. Alexander Nübel. Oh, ich wollte direkt der schießen, aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Jan Sommer. Schubert, Markus. Markus heißt Danke. Er. Markus Gulaschi, Peter. Kohn Castells. Radetzky. Oliver Baumann. Timo Horn. Alexander Schwolo oder Schwolow. Sorry. Weiß leider nicht, ob man das W ausspricht oder ob das ein stummes W ist. Stummes W, ist das? Ich glaub's auch, ja. Die Runde gewinne ich schneller. Ja, ich weiß. Ich habe noch 7 im Kopf. Ich bin so unter Druck, ich krieg nicht mehr die Vereine da hin. Zingerle. Pavlenka. Danke, meinte ich. Ach komm, geh ich mal Risiko, nehme ich die Nummer 2, Capido. Capino. Nicht schlecht. Florian Müller. Zentner. Jetzt würde ich gerne ins Risiko mit der Nummer 2 von Paderborn gehen, aber das ist mir noch zu riskant. Den nehme ich mir noch auf, wenn es nicht anders geht. Flecken. Ah, oh, das wäre der, den ich mir aufheben wollte. Ja, ich muss jetzt aber auch schon auf meine Reserven zugreifen hier. Das ist nicht gut. Kurz die Liga durchgehen. Jahrstein. Rune. Kraft. Wir hören die Nummer 2 direkt hinterher. Oder den anderen Torhüter. Ich kenne die Reihenfolge nicht bei den Jungs. Trapp. Oh ja, stimmt. Dann gehen wir direkt mit der Nummer. Oh, das ist mir zu riskant. Hat der gespielt? Ja, Renault hat gespielt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob den Namen richtig ausspricht. Wie viel haben wir? Wir sind nicht so schlecht unterwegs, oder? Zwölf sind noch offen. Oh, doch noch so viele. Uiuiui. Aber also die meisten Stammtorhüter sind jetzt weg. 12 sind noch offen. Ich gehe einfach ins Risiko und nehme den von Leipzig, diesen Vogo. Hat der ein Bundesligaspiel gemacht? Nein! Also ich spiele jetzt einfach Risiko. Oh, den hatte ich vorhin überlegt. Dann gehe ich auf Kastenmeier. Ja. Dann nehme ich den Steffen. Ärgerlich. dann, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Saison gespielt hat. Paderborn, Hut. Ich hätte nicht gedacht, dass du denn so lange zählst. Ich habe jetzt Probleme. Ja, mein Problem sind die Mannschaften nicht. Ich habe richtig Probleme. Sorry, was waren es jetzt noch? 12 oder 14? Noch, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, also ich habe, glaube ich, noch einen absoluten Super-Joker in der Hinterhand. Oh Gott, ja. Ich nur in der Hoffnung, dass der auch gespielt hat, aber ich bin mir echt ziemlich sicher. Aber jetzt wird's eng. Wenn es nur so viele sind, dann muss der ja auch gespielt haben. Ey. Ich nehme Tobi Sippel. Nein, nicht gespielt, ja.
Pass auf, jetzt. Geil, der ist wichtig erstmal. Ich hätte noch gehabt Penske. Ja, den von Hoffenheim. Hoffenheim. Genau, den hatte ich gerade im Kopf. Dann hat die Nummer 2 von Wolfsburg hat gespielt. Ich weiß noch nicht mehr, wer die Nummer 2 ist. Da komme ich gerade nicht mehr drauf. Ist das immer noch Max Grün? Der ist nicht mehr die Nummer 2, ne? Nee, die Jüngeren jetzt. Pavao Pervan. Ah, Pervan, genau. Der hatte noch gespielt. Hat Rensing ein Bundesligaspiel gemacht diese Saison? Nee. Oh Gott sei Dank, den hatte ich vorhin fast gesagt. Ich dachte, die hätten alle 3 gehabt. Och nee, Alter, das ist der. Nein, da bin ich doch raus einfach mittlerweile. Ey. Ja, aber ich auch, Lampe. Ich kann, ja, ich kenne nicht mehr so viel. Aber du hast ja. Ich kenne noch ein paar, aber ich. Ah Gott, ich weiß, ich kenne zu viele mittlerweile, dass ich nicht mehr weiß, wer noch pfeift und wer nicht. Ach, ich komme maximal auf 3. Ja, dann fange ich an. Siebert, Wochenend. Schnell, schnell abhaken. Ansonsten sag einfach gängige Nachnamen. Dennis Aitken. Felix Brüch. Manuel Grefe. Felix Zweier. Das nimmst du mir noch genau die beiden weg, ey. Ja, ich sag schon extra die bekanntesten die zuerst. Die ich noch bekannt hätte. Harm Osmas. Jetzt braucht ihr mir auch keine Zeit mehr. Sascha Stegemann. Oh, ich glaube, da gibt es noch einen Fritz, glaube ich. Muss ich den Vornamen aufsagen? Nein, reicht, ne? Reicht. Fritz, Marco Fritz, ja. Genau. Sven Jablonski. Ja. Ich habe nur noch einen in der Hinterhand. Ich jetzt, auch, jetzt langsam wird es eng für mich hier. Oh Gott, 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 Gott. Nur erste Liga hast du gesagt oder erste und zweite? Nur erste. Diese Saison. Jetzt habe ich Angst, dass ich den Namen falsch habe von meinem. Ich habe das Gesicht einfach vor Augen. Beschreib's mal. Nee, aber ich glaube, du hast hier noch einen mehr. Das kann sein. Ach. Wahnsinn. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht auf diesen Namen komme. Jetzt könnt ihr ruhig Time nennen und sagen, wenn es euch zu lang ist. Wie heißt denn die Frau, ey? Oder ist die nicht doch, die pfeift doch auch. Stimmt. Wie heißt die denn? Jana Steinhaus. Ja, danke, Mann. Also, das kann doch nicht sein. Ich dass du da jetzt nicht drauf kommst, die hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Das wäre von dir ein echt gutes Ding gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. War ein sehr gutes Ding. Das hat mir auch gefallen. Wie viel 8 haben wir nur geschafft? 9. 9. War trotzdem nicht so besser. Besser als so ein 3-0 wie letztes Mal, ey. Das ist okay. Ja. Trotzdem scheiße. Ja. Aber du gewinnst wieder dein Quiz-Taxi, weil da wieder irgendwelche Regeln geändert werden für euch. Nee, weil ich da einen besseren Partner habe auch. Da seid ihr echt gut. Freue ich mich schon wieder drauf.